Meinen heutigen Stargast, den kennen Sie aus zahlreichen Film-, Fernseh- und Theaterproduktionen. Sie wurde aktuell für den Deutschen Comedy-Preis nominiert und nun tourt sie mit ihrem Soloprogramm durch Österreich. Ich freue mich sehr auf Gabriela Benesch. Sag mir wenigstens, was in dem Koffer ist. Im ORF brillierte Gabriela Benesch unter anderem im Zweiteiler Die Slupetzkis an der Seite von Schauspielerkollegen Wolfgang Böck als verarmtes Ehepaar. Das ist doch nur eine Frage der Zeit, bis diese Geschichte auffliegt. Reg dich ab, gestern ist es ja auch gut gegangen. Hm? Ja, aber auch nur mit viel Glück. Du überspannst den Bogen, lieber Werner. Du setzt dich nicht nur auf eine Zeitbombe, nein, du stellst auch noch selber den Wecker. Blödsinn. Ich weiß genau, was ich tue. Gestern haben wir es auf deine Art gemacht und die Tauben sind immer noch da. Also machen wir es heute auf meine Art. Und auf ihre Art gibt sie derzeit als Cavewoman einen Schnellkurs in Sachen Mann-Frau-Beziehung. Ich habe in den letzten 20 Jahren dieselben 15 Kilos unzählige Male abgenommen und wieder zugelegt. Meine Zellulitis hat ein Déjà-vu. Frauen sprechen am Tag in etwa 7000 Wörter, Männer 2000. Also glauben Sie nicht, dass Ihr Mann beleidigt ist, weil er schweigend am Sofa sitzt. Nein, er hat nur seine 2000 Wörter schon verbraucht. Schön, dass du da bist, Gabriela. Ich freue mich auch. Hallo, du, Verena. Du, Cavewoman, das mit dem tourst du jetzt durch die Lande, zumindest durch Österreich. Wie bist du auf dieses Stück gekommen? Das war Zufall. Ich war zu dem Zeitpunkt noch in Berlin. Und da hatte ich eine Zeit lang gelebt. Und mir ist immer dieses Plakat aufgefallen. Ich fand das so lustig und habe mich erinnert, dass es ein Pardon gab, nämlich Caveman. Das hat der Adi gespielt, Hirschall, sehr erfolgreich in Österreich. Und dachte mir, ah, das könnte interessant sein. Und ich war zu dem Zeitpunkt auf der Suche nach einem Solo. Mhm. Und dann habe ich mich informiert. Und das war eine ziemlich lange Suche, weil die sitzen in Island, die Weltrechte haben. Und ich bin da gar nicht so leicht rangekommen. Das war ein ziemlicher Schriftverkehr. Habe es aber dann geschafft und habe mir dann ein Theater gesucht und da habe ich das wunderbare Theater Akzent in Wien, wo wir ja auch am 25. Oktober wieder sind, und habe einen Partner im Theater Akzent gefunden und einen Co-Produzenten, weil ich habe es auch mitproduziert, und dann haben wir losgelegt. Dann kamen die Isländer nach Wien, haben sich die Gabriela angesehen, haben mal geschaut, wer ist das, die da meint, dass sie das kann, und dann haben sie mir die Rechte für Österreich gegeben. Toll, toll. Also nicht nur am 25. Oktober, auch am 23. November, am 17. Dezember, immer im Theater Akzent, damit bist du jetzt unterwegs. Und morgen in Burkersdorf. Und morgen, natürlich darfst du das. Du gibst in Cavewoman so einen Schnellkurs, Mann-Frau-Beziehung. Geht das überhaupt in einem Schnellkurs? Braucht man da nicht länger Zeit? Na, hat man im Theater nicht. Ne? Also man hatte nur 2 Stunden. Und in diesen 2 Stunden erfährt man sehr viel. Mein Schwerpunkt war natürlich schon in erster Linie, einen wirklich lustvollen Abend zu schaffen. Lustig, vor allem. Ja, vor allem lustig, wo die Menschen lachen können, herzhaft lachen können. Und so ganz nebenbei verstehen, warum Mann und Frau, zwei so unterschiedliche Wesen, sich so sehr lieben. Dein erster Beruf war Hotelfachfrau, gell? Kauffrau, so sagt man, Hotelkauffrau. Das heißt, du kannst kochen. Frauin. Du kannst kochen auf jeden Fall. Ja. Und man sagt doch, Liebe geht durch den Magen. Wie würdest du deinen Liebsten einkochen? Mit viel Geduld, in erster Linie. Sowieso bei Männern immer. Ja. Viel Lob, ja. Männer immer kleine Schritte loben, ganz wichtig. Und zumindest eine warme Mahlzeit am Tag. Weil wir sind schon dafür verantwortlich, dass Männer auf diesem Planeten überleben können. Und wir müssen sie auch bekochen. Wobei in Cavewoman das natürlich auch behandelt wird. Und es schon auch darum geht, dass wenn man jetzt nur denkt, dass der Weg zum Herzen eines Mannes über den Magen führt, ein bisschen den Gedanken auch mal senken. Ja, das also nicht nur. Aber der Magen. Aber eins muss man schon dazu sagen, es ist kein typisches Frauenkabarett, wo so auf Männer ein bisschen losgegangen wird, sondern ganz im Gegenteil, es kommen sehr viele Männer, glaube ich, auch, und die amüsieren sich köstlich. Ja, es ist wirklich ganz im Gegenteil. Nein, es ist total ausgewogen, darauf habe ich sehr geachtet. Ja. Das ist mir persönlich wichtig, weil ich liebe auch die Männer. Also ich möchte sie nicht verschrecken. Und es ist sehr schön zu beobachten bei den Vorstellungen. Manche Vorstellungen werden auch ein bisschen länger, je nachdem, wo wir spielen, weil das Publikum mitspricht, miterzählt, etwas dazufügt. Super, ja. Und vor allem auch die Männer da sehr aktiv sind. Und das ist wirklich schön. Es gibt auch viele Tipps, die sie dann geben und so. Schön. Also wirklich fein. Also sie bringen sich durchaus ein. Und wie? Und so soll es sein. Dein erstes Solo, Gabriela? Ja, das erste. Ich habe gehört, du hast nächste Woche Premiere.
bei mir heißt auch eins, gell? Ja. Hat mir jemand da draußen geflüstert. Viel Arbeit, aber es ist also toll. Und wie fühlt man sich so allein auf der Bühne? Kennst du das? Naja, es ist, ich habe eigentlich erst nachher wirklich begriffen, was ich da mache, als ich alleine auf der Bühne stand. Es ist mir auch bei den Proben passiert, weil ich habe einen tollen Regisseur, Erich Fuhrer. Das ist einer der beiden von, aus den Mammutjägern, aus der Schweiz. Aus der Schweiz, genau, das wollte ich noch dazu sagen. Und der ist ein Comedian und der kann das ganz fantastisch. Der hat mir das beigebracht, weil ich habe nur so gelernt zu spielen, klar, am Theater und nicht mit dem Publikum so direkt. Und das hat er mir beigebracht. Und dann ist es mir bei den Proben auch passiert, dass ich gespielt habe, weil ich spiele alle anderen Figuren auch, und da stehe und warte. Und er fragt mich, worauf wartest du? Sag ich, ah, stimmt, also ich bin ja die andere. Ich muss auf die andere Seite. Daran muss man sich gewöhnen. Und, okay. Und aber die Leute haben sich gewöhnt und sie lieben es. Gabriela, ich wünsche dir viel Erfolg für Cavewoman. Weiter so, ja. Danke. Und komm bald wieder zu uns. Danke, ja, vielmals, danke für die Einladung. Danke dir. Wir sind am Ende von Heute Leben. Weiter geht's mit Heute konkret und Claudia Reiter. Einen schönen Abend noch. Auf Wiedersehen.